Hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Old Truck Simulator 2. Ja, da sind wir wieder auf dem Weg nach Griechenland. Ich war schon wieder so intelligent, hab die Musik ausgeschaltet, gell? Ja, ich bin schon intelligent. Jo, wo wären wir denn vielleicht mal gewesen? Da waren wir überall schon. Da waren wir überall noch nicht, oder? Ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal. Was haben wir hier? Doch, da waren wir schon. Wir fahren einfach hier mit an, so. Weil Road to Moskau wäre nämlich gelogen und deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal den Track hier so. Kollege lässt uns vorbei. Kollege lässt uns raus. Finde ich gut. Ein guter Kollege. Ist zwar noch ein Busfahrerkollege, aber läuft, würde ich sagen. Jo. Ganz entspannt. Ganz gediegen mit Motivation. Wir sind noch auf dem Weg nach Griechenland, und zwar genau nach Sedes, zu Hellmann, was auch immer wir transportieren. 9 Tonnen Altkunststoff, das ist relativ leicht, das sehen wir auch schon in der Beschleunigung. Der LKW kommt hier relativ gut aus der Potte, wie es scheint. Warte, machen wir da auf... Oh, wir haben 70 hier. Oh, wow, wow. Ja, 70, zack. Weil wir wissen ja, wie genau die das hier manchmal mit den Geschwindigkeiten nehmen, und das muss ja nicht sein, dass wir da arg viel zu schnell sind. Vor allem kann man doch da relativ schön gemütlich mal die Landschaft genießen. Hat doch, denke ich, auch was. Bisschen was von der Natur sehen, nicht immer hier die schnelllebige Gesellschaft und so weiter und so fort. Das kennen wir schon alles. Die 80 dürfen wir wahrscheinlich auch nicht fahren, oder? Nee, natürlich nicht. Warum denn auch? Bei der Vorne kommt es eh gerade ein Kreisverkehr. Wo wir dann... Ach, 60. Wo wir dann wahrscheinlich eh vorsichtiger fahren müssen. Jo, einmal Kreisverkehr, einmal, wo müssen wir hin? Geradeaus. Wenn ich wüsste, ob die hier einen Mercedes-Händler haben, würde ich mal zum Mercedes-Händler fahren, aber ich glaube, das ist immer ganz gut beraten, wenn wir irgendwann mal nach Stuttgart aufbrechen und uns dann unseren LKW gönnen. So, einmal raus da. Bisschen zügiger hier. So. Ach, wir bekommen hier nur eine Spur. Ja gut, das reicht aber, denke ich, auch. So viele brauchen wir eh nicht. So. Was haben wir hier draufstehen? Kurve war irgendwas. Für war eine Kurve. Mit irgendwelchen wunderschönen Szeneriegestaltungen im Hintergrund. Aber zum Glück erst nach der Kurve die Verengung. Dies heißt, wir haben Möglichkeiten, uns einzufädeln und anderen Leuten den Weg abzuschneiden. Yay. Deswegen bin ich in den Hals absteigen. Das ist, denke ich, in Ordnung. So. Haben wir da halbwegs die 70, 66, 70. Wunderbar. Haben die 70 mal wieder drin. Boah, dieses Feld hier, ich find's einfach nur übertrieben geil hier. Vor allem die Musik, na, nicht ganz, weil es halt Moskau-Musik ist, aber irgendwie halbwegs stimmungsmachend ist er ja trotzdem. Dum, dum, dum. Aber ist echt geil hier, also da kannst echt nichts dagegen sagen, ist echt geil hier. Wenn ich ja noch gegen das Schild fahren würde, dann, ja. Die Landschaft hier lohnt sich wirklich. Also der Umweg, statt über die Hauptautobahn bis über die Landstraße zu nehmen, ist echt ein ganz heißer Tipp hier. Ein ganz heißer Tipp. Machen wir vielleicht mal ein bisschen Licht an im Tunnel. Weil Licht 1 reicht eigentlich. Ist auch so ein Klassiker, den kennen wir auch schon häufiger mal. Aber ist okay. Huch, wir haben einspurig. Wir haben einspurig. Anscheinend ja. Okay, stimmt, wir haben einspurig. Was, wir haben einspurig? Sag an, Josh. Jo, Achtung, Kurve. Und der Retarder kommt nicht hinterher. Yay. Aber es... Boah, aber diese Landschaft. Diese Landschaft. Also, ich bin gerade echt... Hollala, ist das geil hier. Super geil. Ja, ist echt so. Da juckeln wir durch die Gegend. Tja, so ist das. Ist echt schön hier. Habe ich schon gehört, dass es schön hier ist. Ist gut, Josh. Ist gut, Josh. Ja, ist okay. Ich bin ja schon ruhig. Jo. Tucker, tucker, tucker. Bisschen durch den Tunnel fahren. Ich hoffe mal, das schafft es noch ohne Licht, weil ich brauche kein unbedingt Licht. Das muss ja schon unbedingt sein, ne? Ach ja. Und dann sind wir, glaube ich, relativ bald schon an der Fähre. Und ich glaube, in Griechenland haben wir eine ähnlich schöne Gestaltung. Deswegen... Da fliegt mir auch schon Keks drauf. Damit unserem wunderschönen Aktros nicht gegenjuckeln zu dürfen, das ist echt eine Pracht. Also da können wir uns echt zufrieden schätzen. Als LKW-Fahrer mit so einer Kombination.
Ja, das ist nicht Spanien, das musst du nicht Spanisch betonen. Vor allem ist dein Spanisch schlecht, weil du gar kein Spanisch gehabt hast. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. So, was haben wir hier? 50. Fahren wir ziemlich gleich mal 50, weil wenn wir dann erst so langsam erst 50 fahren, dann wissen wir ungefähr, wo das hinführt. Und dafür ist mir mein Geld dann doch zu schade. Hier Ancona waren wir ja schon mal. Wo wir schon ein paar Mal mit der Fähre gefahren sind. Jo, die tuckern ein bisschen ganz gemütlich, ein bisschen rote Ampel. Aber schön finde ich auch, dass wir echt teilweise Bereiche haben, wo wir dann wirklich bis an der Ampel stehen müssen. Das habe ich bisher noch nie so wirklich gehabt. Ist entweder so ein Update-Teil oder so ein Teil von der TSM-MP in dem Bereich. So. Einmal Feststellbremse rein und Däumchen drehen und abwarten. Hat sich das Werbungsschild oben gerade echt bewegt? Oha. 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 Jo, einmal erstmal geradeaus und da vorne dann rechts. Okay, ich glaube, das sollte ich mir einigermaßen merken können. Wenn nicht, dann... da haben wir noch. Ansonsten zweifle ich wirklich großartig an meinen Gehirnkünsten. Vor allem, weil ich ja echt nochmal drauf gucken kann. Aber hey. Jo, können wir da... Ach, wir können nicht. Huch, was ist da? Oh, ist das geil. Das Ding ist voll niedlich. Ich feiere das gerade voll. Warte mal. Kriege ich doch auf dem Thumbnail drauf. Ich fahre mal vor bis zur Ampeldingens und dann machen wir mal. Oh, ist das geil, das Viech. Ne, Thumbnail kriege ich ja nicht raus, aber das Viech ist ja mal übertrieben geil. Kollege, ich habe Vorfahrt, aber ist okay. Ich begutachte gerade eh noch das Ding. Oha, boah, ist geil. Machen wir den da so. Echt schön hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir der Auto Truck Simulator eigentlich gefällt. Ne, bestimmt noch nicht, gell? Dann werdet ihr das jetzt wissen. So, da vorne erst die zweite links. Okay. Dem werden wir, glaube ich, einigermaßen Folge leisten können. Ich trinke vielleicht mal einen Schluck. Habe ich eh noch nicht gemacht heute. Sonst, ich werde nicht überleben der Aufnahme. Wäre etwas ungünstig, habe ich mal gehört. Die Aufnahme überleben hat Vorteile, sonst kann ich ihn nicht hochladen und dann... Wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen, dann... Nee, dann werde ich Zustände bekommen. Oh, ein LKW. Ach, ein ohne Auflieger. Okay. Und ich dachte, wir sind nicht in Omsi. Wofür einfach mal irgendwelche Fahrzeuge, die spawnen? Interessant. Ich lasse das mal wertungsfrei so stehen. Was haben wir hier? 30. Okay. Aber geil, die Textur. Boah, ist das geil hier. Warte mal, kann man hier vielleicht ein Thumbnail aufnehmen? Josh, ja, ist ja okay. Doch hier ist schön. So können wir machen. Klick. Auch die ganze Burg hier. Leute, das ist der Hammer. Was ist das für eine Burg? Haben die hier eine Burg? Was ist denn das? Ihr wisst bestimmt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich will es echt mal... Mich würde das mal brennend interessieren. Ach, wir dürfen 30 fahren hier bloß, gell? Sollten wir vielleicht nicht unbedingt überstrapazieren, ne? Also. Da vorne ist auch schon ein Schiff. Ach, ist das schön. Warte mal, vielleicht mal Tempomat auf. 30, wunderbar, passt sogar. Das heißt, wir können einfach ganz gemütlich durch die Gegend juckeln. Ach, ist das schön hier. Danke für die passende Musik-Playlist. Ja, das sind die ganzen Segelschiffe hier. Boah, ist das geil hier. Ist das so schön? Ich bin gerade echt voll. Hier war ich vor allem auch irgendwie von der Seite aus wahrscheinlich noch nie. Also manchmal muss man echt Alternativwege fahren, um was von der Map zu sehen. Vor allem die ganzen Objekte hier. Oha. Also, ich glaube, da müssen wir nach rechts. Ich mache mal den da wieder rein. So. Auf jeden Fall sind wir in Ancona. Da müsste wahrscheinlich irgendwelche dementsprechenden Denkmäler geben. Denkmal, Josh. Ja, ist okay. Hätte sie das nicht mal denken können? Ja. Der ist schon so alt und ausgelutscht. Das ist unglaublich. So. Vorsichtig mal rein hier. Check. Und da vorne müssen wir dann einmal losdüsen. 15 dürfen wir hier fahren. Und ich schaue vielleicht gerade mal, wo wir denn hin müssen. Vielleicht haben wir noch mehrere Fährverbindungen. Ja, wir haben mehrere.
Wir fahren nach... Was nach? Igumentisa. Okay. Die anderen fahren nämlich ein bisschen weiter in den Süden. Nach Igumentisa müssen wir fahren oder sowas in der Art. Damit wir dann halbwegs hier russisch ankommen, ne? So, tucken wir mal ganz gemütlich über das Schiffsgelände. Boah, ist das geil hier. Sah es immer so geil aus? Ich weiß es nicht. So. Immer rauf hier. Immer Eingabe. So, wir müssen nach Igumentisa. Das andere wäre nach Patra. Wo ist denn das? Ach, das ist hier mitten auf dem untersten Zipfel. Okay. Wir fahren bloß nach hier hin. Zack. Der Rest zahlt ja hier der Kollege. Immer aufgebrochen. Wunderbar. Oh, wir sind am wunderschönen Morgen sind wir da. Oh, ist das geil. Ho. Heute klappt irgendwie alles. Das ist nämlich echt schön. Doch hier ist schön. Hier gefällt es mir. Hier will ich bleiben. Da. Kavusch. Den Teil kennen wir ja eigentlich auch schon. Zumindest müssten wir ihn kennen. Da müssen wir, glaube ich, raus, oder? Sagte er, ich kenne mich hier aus und kannte sich nicht aus. Kollege, bin ich hier richtig, wenn ich nach raus will? I am taking a break. Geil. Mit Beschriftung auf dem Häuschen. Ja, hier dürfen wir richtig sein. Wieder ein bisschen mediterrane Stimmung hier. Ach, ist das schön. Über ein paar Schotterwege. Hier, warte mal, hier müsste ich auch nochmal Thumbnail aufnehmen. Ja, so viele Thumbnail kannst du gar nicht in eine Folge packen. Oder einfach mal so fahren. Ich meine, ich muss sogar Thumbnail draus machen. Wir können es einfach mal so anschauen, wenn wir hier so fahren. Weil es einfach übertrieben geil aussieht hier. Ich lasse es einfach so auf euch wirken und auf mich und auf alles und jeden und was auch immer. So. Dich mal wieder dahin. 50 dürfen wir sogar hier. Okay. Interessant, dass das unser LKW aushält. Aber ich schwöre, wenn das Schild hat immer recht, ey. Zweifelt wir nicht an der Intelligenz des Schildes. Weil die Würde des Schildes ist unantastbar. Hoch. Und die Würde des automatischen Grasverpflanzens über die Karre verteilt. Naja. Da ist schon so lange keiner mehr lang gefahren. Weil siehst du, wir haben keinen Gegenverkehr und so. Deswegen, hier fährt so selten jemand lang. Oh, ein Stoppschild. Jo, da kommt... Wir müssen erst schauen, wer wir stehen. So, da kommt nix und da... Kommt einfach nix. Hat einfach nichts zu kommen. So. Kavusch. Immer runter hier durch die wunderschönen mediterranen Landen. Oh, was echt mit Skandinavien mein Lieblingsteil auf der Map. So die ganzen... Ach, wo es mediterran wird. Wo es ein paar Felder hat. Oh, das ist echt schön hier. Weil ich fahre mal hier auf 50 und so. Damit wir uns auch halbwegs an die Regeln halten. Ich meine, das kann man ja auch mal machen zur Abwechslung. So, 50. Ne, 51. 50, jetzt haben wir es. Jo. Ganz gemütlich und vor allem auch in Richtung Morgensonne aufbrechen. Und der Navi sagt, wir kommen in 7 Stunden an. Das heißt, wir müssen nicht einmal schlafen heute. Das heißt, ach, das wird schön. Fahren den ganzen Tag hier. Und können einfach ganz entspannt in einem Steuer sitzen. Müssen uns um nichts kümmern. Die Geschwindigkeit regelt der Tempomat. Und der Rest fliegt uns zu. Die frische Luft. Immer draußen sein, immer... Da heißt aber, die Natur ist und die Natur kommt vielleicht manchmal auch zu einem auf die Straße. Das ist hier auch der Fall gerade, aber hey. Jo, was haben wir hier? Ein Achtungsschild, okay. Wird auch irgendwo seinen tieferen Sinn haben. Ich gebe einfach mal... Ja, die automatische Grassetzung ist eine Pracht. Läuft. Egal. Soll uns, denke ich, nicht davon ablenken, dass es hier schön ist. Einmal nach links abgebogen. Hatte ich sogar ein Fernschild. Ja, das stimmt. In der Tat. So, wenn der abbiegt, dann dürfte gleich keiner kommen. Das heißt, wir können einfach mal ganz zügig darum. Ja, gut, die Haustextur ist jetzt ja nicht so. Das ist hier läuft rum das Eck. Aber ansonsten kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Wie bei Briefbeschwerer. Schlechter Wortwitz. Nein. Ja, da machst du nichts. Und hier haben wir so ein paar Pinöpelteile. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger drüber fahren. Oh, sagte er und macht einen Riesensatz. Na ja, gut. Jetzt sagen wir, bleiben vielleicht mal ungefähr so schnell.
der Autos kommen vielleicht ein bisschen zügiger drüber. Wir als LKW haben dann eher unsere Probleme da. Kollege hat bitte Autos aber auch. Also optimistisch da. Naja. Wenn er der Meinung ist, das so machen zu dürfen, dann wird er das tun dürfen. So, da vorne haben wir noch ein Pinöpel. Dann sind wir, glaube ich, pinöpelfrei. Warum auch immer hier so viele Dinge auf den Straßen sind. Ich weiß es nicht genau. So. Und es wäre eine Beschleunigung, wahrscheinlich wegen der Firma hier rechts. Weil die Fahrer da alle so inkompetent sind. Josh, weil du da fährst. Ja. Weil sie irgendwie nie schauen, wenn sie rechts und links gucken, wenn sie da rausfahren. Deswegen müssen dann die anderen Autofahrer ein kleines bisschen Acht geben. Warum nicht 9 geben, Josh? Ja. Aber toll, dass hier Gras auf der Straße wächst. Das trägt ganz klar zum grafischen Erlebnis des Spiels bei. So einmal nach rechts hier. Und dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich auch bald mal Gelegenheit, irgendwo die Folge zu beenden. So, kommen wir da rum. Die haben alle Licht an, das verstehe ich irgendwie nicht. Um 9 Uhr morgens braucht auch kein Licht mehr, vor allem wenn es so hell ist. Ich mache kein Licht an, das können sie sich abschmecken, aber sowas von. So, da können wir doch bestimmt irgendwo ranfahren. Da links ist ja sogar eine offizielle Raststätte, sollen wir das eigentlich auch mal machen? Komm, jetzt machen wir einfach mal. Wir sind einfach mal professionell und fahren einfach mal da rein. Eine offizielle Raststätte. Wir können hier mal die 2 Tage überwinden bis zur nächsten Folge. So, stehen wir irgendwo schön? Können wir das irgendwie wenden oder so? Können wir eigentlich einmal rumfahren? Nee, da kommen wir nicht einmal rum. Schade, aber vielleicht bekommen wir hier gewendet. Wir bekommen sogar hier gewendet. Oha, spüren den Wendekreis. Also, dann würde ich sagen, stellen wir uns einfach mal mit außer dem Motor, weil wegen ist so einfach mal so daher. Da wächst sogar schon Gras unter uns. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass ich schnell die Folge abmoderieren sollte. Wir sehen uns jedenfalls das nächste Mal wieder beim Let's Play vom Ultra Simulator 2. Macht's gut, bis dann. Und vor allem auch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.